die wir heute eröffnen, ist die umfangreichste und vielleicht bedeutendste Fotoausstellung, die wir je auf dem Welterbe-Zollverein gezeigt haben. Sie umfasst nicht weniger als 1000 Fotos, von denen über 500 analog, also als Abzüge, noch einmal die gleiche Zahl in einer Medienstation gezeigt werden, digital. Es handelt sich um die vollständigen 16 fotografischen Serien, die im Rahmen des Projektes Emscher Bilder der Emscher Genossenschaft in den Jahren 2015 bis 2021 entstanden sind. Präsentiert werden sie auf der Bunker- und der Trichterebene des spektakulärsten Ausstellungsgebäudes auf dem Welterbe-Zollverein, der Mischanlage der Kokerei, die Karl Ganser, den wir mit dieser Ausstellung gedenken, einmal als Gropiusbau des Ruhrgebietes bezeichnet hat. Dabei bieten die ganz unterschiedlichen Kubaturen der Mischanlage mit der offenen, fast 1000 Quadratmeter großen Struktur der Trichterebene und den einzelnen, durch monumentale Sichtachsen verbundenen Räumen der Bunkerebene die optimalen Voraussetzungen für die Präsentation der 16 einzelnen Positionen, die zusammen in ihrer Heterogenität und Einzigartigkeit einen thematischen Zusammenhang bilden. Denn die 16 Fotoserien unterscheiden sich sowohl in der Anzahl der Aufnahmen, der jeweiligen Formate, der Form der Präsentation, vor allem aber in der Konzeption und der Wahl der Themen deutlich. So beschäftigen sich einige der Serien konkret mit dem Umbau der Emscher, mit den entstehenden Brachflächen, den neu entstandenen postindustriellen Grünflächen und Biotopen, aber auch mit den neuen Luxuswohnungen am Phoenixsee. Andere suchen konkrete Orte wie die Freiheit Emscher, die Emscher Insel oder bestimmte Stadtteile in Insellage auf und skizzieren dort die Siedlung und ihre Menschen. Andere beschreiben anhand der Häfen, vor allem am Rhein-Herne-Kanal, der neu entstandenen Seitenstraßen nach Duisburg, aber auch der landwirtschaftlichen Betriebe im Emscher-Raum, die wirtschaftliche Bedeutung des Emscher-Tals. Und trotzdem, und darauf hat Stefanie Grebe, die Leiterin unserer fotografischen Sammlung und eine der Kuratorinnen der Ausstellung, in ihrem Beitrag zum Katalog der Ausstellung, der übrigens wirklich gut geworden ist und den ich Ihnen dringend empfehlen kann, darauf hat sie sehr klug hingewiesen. Trotzdem handelt es sich durchweg um Dokumentarfotografien, die die Wirklichkeit vor der Kamera in sehr subjektiver und individueller Form, aber eben die Wirklichkeit abbilden. Zusammen ergeben sie dieses äußerst heterogene, differenzierte Bild, aber deshalb auch umso komplexeres und umfassendes Bild der Emscher und ihres Wandels, ja mehr noch. Die Emscher selbst taucht als Motiv auf den Fotografien kaum auf, indem die Fotografen und Fotografinnen die ihnen gestellte Aufgabe der fotografischen Dokumentation des Emscher-Umbaus und seiner Auswirkungen auf die Landschaft und die Gesellschaft sehr weit gefasst haben und ihre Motive jenseits, eben beyond, sie Emscher gesucht haben, ist etwas viel Größeres entstanden. Nämlich eine fotografische Bestandsaufnahme einer Region und ihrer Menschen im Wandel. Die Renaturierung der Emscher, ein Vorzeigeprojekt für diese Region in unserem Land, international anerkannt. Ich war letztens in Israel, wo man sehr genau hinschaut, was wir hier machen, um auch ein Stück zu lernen, wie man ein solches Projekt angeht. Wirklich ein tolles Projekt, das mit dieser Ausstellung jetzt gewürdigt wird. Ja, es gibt keinen besseren Ort als die Zeche Zollverein für eine solche Ausstellung und keinen besseren Zeitpunkt. 20 Jahre Weltkulturerbe, Zeche Zollverein. Es kann nichts Besseres geben als an diesem Ort zu diesem Zeitpunkt. Auch früher
kamen Fotografen ins Ruhrgebiet. Sie kamen, um Bergarbeiter, Stahlarbeiter zu porträtieren und die Zeichen der schweren Arbeit in ihren Gesichtern. Sie kamen, weil Zechen, Stahlwerke und auch die von der Industrie gezeichnete Natur eindrucksvolle Motive waren. Und heute kommen wieder Fotografinnen und Fotografen in diese Region, aber sie zeigen etwas ganz anderes. Sie zeigen den Facettenreichtum dieser Region. Sie zeigen den fundamentalen Wandel des nördlichen Ruhrgebiets, der Region um die Emscher. Eine Region, die ja immer noch Wunden hat, die sich aber auch nach und nach neue Lebensqualität erarbeitet. Zu einer wunderbaren Ausstellung, Beyond Emscher. Vor mehr als 30 Jahren wurde mit dem Umbau der Emscher zu einem abwasserfreien Fluss begonnen. Ich erinnere an Willy Brandt, der Himmel über der Ruhr sollte wieder blau sein. Hätte er damals gesagt, das Wasser der Emscher soll wieder blau sein, hätte er sicherlich viele, viele ungläubige Blicke geerntet. Das mit der Luft, mit dem Himmel, das ist ja einfach. Aber wir wissen, wovon wir reden. Die Emscher hat wieder ein blaues Wasser. Und das ist in der Tat eine wunderbare Geschichte. Vielleicht genauso eine Aufstiegsgeschichte, wie sie genau hier in meiner Heimatstadt, genau hier in dieser Region sehr erfolgreich geschrieben. Denn das Projekt Emscher veranschaulicht sehr eindrucksvoll den Strukturwandel für die gesamte Region. Und es zeigt eben auch, dass der Mensch auch in der Lage ist, das, was er der Natur angetan hat, was er Flora, Fauna angetan, ein Stück weit auch wieder reparieren kann, in den Urzustand zurücksetzen und damit neue Lebensqualität entstehen kann. Und davon erzählt eben der Strukturwandel rund um das Thema Emscher. Lieber Uli Petzel, dir und deinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, deinen Vorgängern im Amt herzlichen Dank für diese tolle Erfolgsgeschichte. Und wir wollen weitere Erfolgsgeschichten hinzufügen. Die Emscher steht im Besonderen für industriellen Aufbruch, für Aufstieg, für Niedergang und Neuerfinden. Und jeder in dieser Region hat auch eine ganz persönliche Emscher-Geschichte, die sich um diesen Fluss dreht. Umso schöner ist es, dass er renaturiert ist und jetzt die Geschichten abseits, rechts und links des Flusses, auch in Bildern festgehalten werden. Deshalb freue ich mich sehr über diese Ausstellung. Das ist die Aufgabe von Kunst. Die Aufgabe von Kunst ist es, nach dem großen Diktum von Theodor Adorno, Chaos in die Ordnung zu bringen. Also unsere Vorstellung von Welt zu verändern, unsere Sichtweisen zu schärfen, zu verrücken und damit auch deutlich zu machen, dass die Einrichtung der Welt auch ein Stück anders sein könnte. Was ist die Aufgabe von Fotografie? Nun, knipsen kann jeder, auch ein Automat. Die Aufgabe von künstlerischen Fotos ist es immer auch, die Wirklichkeit zu formen, besonders zu beobachten, eine besondere Transformationsleistung zu erbringen. Und das ist sicherlich eine große Herausforderung. Und die Ausstellung wird in den Räumen der sogenannten Mischanlage der Kokerei Zollverein gezeigt. Das ist der vielleicht spektakulärste Ausstellungsraum im Ruhrgebiet. Das sind riesengroße Kohlespeicher von 9x9 Meter Durchmesser und einer Höhe von bis zu 12 Metern. Und diese Riesenkubatur ist ein spektakulärer Ausstellungsraum, wie man ihn nicht nachbauen kann und wie ihn das Industriezeitalter in seiner ganzen Massivität hinterlassen hat. Wir glauben, das ist genau der richtige Ort, um diese große Geschichte, die Geschichte des Emscher-Umbaus, die Renaturierung des größten Abfall- und Abwasserflusses in Deutschland, wenn nicht in Europa, zu erzählen. Zollverein mit dem Zollverein Park ist selbst Teil des Emscher Landschaftsparkes. Und der dritte Punkt, die Emscher Renaturierung ist ein unglaubliches Transformationsprojekt. Und Zollverein selber ist das Transformationsprojekt für den Strukturwandel einer Region als ein Standort. Und das verbindet uns unglaublich eng und von daher auf einem UNESCO-Welterbe ein solch fantastisches Projekt auszustellen, glaube ich, das adelt sich. Meine sehr geehrten Damen und Herren, kommen Sie nach Zollverein, besuchen Sie das UNESCO-Welterbe und vor allem in der Mischhalle hier auf der Kokerei
diese Ausstellung. Es ist wirklich einzigartig, ein toller Ort und fantastische Fotos.